Hello, Low Carb Fitties. Heute backen wir einen unglaublich saftigen Karottenkuchen. Dafür vermischst du Mandelmehl, Total Protein geschmacksneutral, gemahlene Haselnüsse und Backpulver. Die Möhren kannst du im Mixer, Thermomix oder mit der Küchenreibe zerkleinern. Erythrit, Xylit, Chunky Flavor geschmacksneutral, Salz, Eier und Zimt werden 5 Minuten gemixt. Das kannst du wieder im Thermomix machen oder auch mit einem Handrührgerät. Nun verrührst du alle Zutaten zu einem Teig und gibst ihnen deine Springform. Nach dem Backen und Auskühlen schneidest du den Kuchen in zwei Hälften, denn er bekommt noch eine cremige Frischkäsefüllung. Die ist auch ganz schnell und einfach gemacht. Einfach Frischkäse, Sahne, Orangensaft und Chunky Flavor geschmacksneutral verrühren. Die Hälfte der Creme kommt auf den unteren Boden und der Rest kommt auf den Kuchen. Nun kannst du den Möhrenkuchen noch nach Wunsch dekorieren. Einen guten!